Mahlzeit, der Micha hier. Es gibt mal wieder Neuigkeiten für die PSVR 2 und die schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß. VRSO Bare Knuckle Fighting war ja für diesen Monat angekündigt, wurde jetzt aber kurzfristig auf den Oktober verschoben. Dass Spiele verschoben werden, passiert ja in letzter Zeit recht oft und meistens ist das auch ein gutes Zeichen. Besser verschieben als halbfertig veröffentlichen. Spin Rhythm XD, ein Rhythmusspiel, bei dem man nicht mit Schlagen, sondern durch Drehen die richtigen Felder treffen muss, ist dafür fest angekündigt und zwar für den 9.7.2024. Es gibt auch wieder neue Spieleankündigungen im PS Store. Das hier sind Bilder von Boccia VR Simulator. Einen Trailer dazu gibt es leider noch nicht. Hier könnt ihr mit zwei Spielern Boccia spielen. Das Spiel kann ab sofort auf die Wunschliste gesetzt werden. Stellar Plans soll auch für die PSVR 2 kommen. Das ist ein Sci-Fi-Survival-Shooter und dazu gibt es einen interessanten Post vom Entwickler auf X. Der ist aber etwas länger und zusammengefasst und frei übersetzt sagt er darin Folgendes. Wir haben für Stellar Plans einen Entwicklungsplan, der als Reihenfolge zuerst den PC, dann die Quest und dann die PSVR 2 vorsieht. Ich bin jedoch sehr überrascht von dem Interesse an dem Spiel auf der PSVR 2. Daher wollte ich die Entwicklung an dieser Version eigentlich vorziehen. Mein Boss hat mir aber geraten, mich an den Plan zu halten und mich zunächst nur auf eine Plattform zu konzentrieren. Die Verkäufe der Quest seien 10-mal höher als auf dem PC und die der PSVR 2 noch geringer. Da ich alleine an Stellar Plans arbeite, bleibt es also erstmal bei dieser Reihenfolge. Das Wichtigste ist, die PC-Version zu perfektionieren, aber die PSVR 2-Version wird definitiv kommen. Tja, so sehen die Dinge aus der Entwicklersicht aus. Die PSVR 2 ist immer noch eine Nische in einer Nische. Von daher können wir uns über jedes Game freuen, was für unsere Plattform kommt. Besonders, wenn es ein guter PC-Port ist. Tja, das wären erstmal alle Neuigkeiten, die ich habe. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Ansonsten sehen wir uns auch gerne in VR. Macht's gut.